mein Name ist Eugen Bauter, das ist der Name meines Vaters Bauter. Aber meine Mutter wurde geboren Schlegel von Gottlieben. Schlegel von Gottlieben in Slowenien, in Österreich. Ja? Da sind meine Eltern Italiener geworden und dann später Jugoslawen. Sie konnten aber nie Slowene sein, weil sie zu früh gestorben sind. Verstehen Sie? Ja. Ich bin geboren in Slowenien, das heißt ungefähr 164 Kilometer von Venedig. Okay. Ja? In meinem Geburtsdorf, in römischer Sprache, in Latein, Castra ad Fluvium Frigidum, Deutsch Adenschaft, Italienisch Aidusina, also in diesem Gegend steht dieses Dorf, das ist Lokave, das ist mein Geburtsdorf, nicht wahr? Und aus meinem Wald kommen zum Beispiel Holz für die Rahmen, für Venedig, für Gondole, ja? Okay. Und zum Beispiel auch, also meine Eltern, meine alte Eltern haben Kupferblech gemacht für die Schiffe Trieste, Monfalcone, Venedig und so weiter. Ne? Okay. Und also, mein Vater war Kopfschmied, meine Mutter, also sie war Schlegel, nicht war Schlegel von Gottlieben und so. Und sonst bin ich nach Beruf, ich weiß nicht, Philosoph, Schriftsteller, Fotograf und so, Mitteleuropäer. Ja? Mitteleuropäer? Ja, so. Warum kein Europäer? Weil Mitteleuropäer waren die erste Europäer. Wenn man sagt Mitteleuropäer, das heißt schon Europäer an der Wiege von Europa. Okay. So. Was ist denn Ihr Verständnis von wir? Was bedeutet wir für Sie? Wir, das heißt Kollektivum, das heißt ein Bewusstsein, zu einer Gesellschaft zu gehören, nicht wahr? Aber das kann auch eine Gefahr sein, weil wir können geschmolzt werden im Wir und können dann nicht mehr ich sein, nicht wahr? Das ist eine Gefahr. Wie würden Sie diese Gefahr weiter beschreiben, zwischen ich und wir? Zum Beispiel im Kommunismus, nicht wahr? Oder in solchen Ideologien, man sagt vor allem wir, man sagt nicht ich. Es gibt kein Individuum. Und wenn man sagt ich, das heißt ein Individuum besteht, nicht wahr? Und das ist die beste Erfindung von europäischen Kultur und Zivilisation, ist ich, Individuum. Ich spreche, nicht wahr? Ich spreche in meinem Namen. Wenn ich sage wir, dann sprechen wir schon zusammen. Das ist schon eine Gruppe, das kann sehr gefährlich sein. Ja? Wie kann sich das Ich mit diesem oder in diesem Wir abgrenzen? In diesem Wir, man kann Ich abgrenzen, wenn man lässt die Freiheit, ein Individuum zu sein, das heißt, einen eigenen Namen zu haben. Wenn man sagt nur wir, nicht wahr? Also, wir Europäer, das ist nie gut, weil wir Europäer müssen bleiben. Italiener, Franzosen, Slowenen, Deutsche und so weiter. Also das heißt, ein individuelles Gesicht muss uns bleiben und mit diesem Gesicht können wir Europäer sein. Sonst, was ja kein Widerspruch in sich ist. Nein, kein Widerspruch. Aber jemand muss bleiben, was er ist, nicht wahr? Und so ein Teil von Gesellschaft, von europäischer Gesellschaft, aber nicht ohne Gesicht. Sonst, es gibt kein europäisches Gesicht, nicht wahr? Es gibt in Europa deutsche, französische, italienische, slowenische Gesichter, nicht wahr? Und das alles zusammen macht Europa. Das macht wir Europäer, nicht wahr? Aber wenn ich sage, ich Europäer, dann muss ich sagen, zum Beispiel auch ich Slowene oder ich Franzose, nicht wahr? Wenn man nicht so sagt, dann verschreibt man, verliert diese Individualität, Principio Individualis, das heißt, was macht ein Kollektivum, nicht wahr? Man darf nicht das vergessen, nicht wahr? Man darf nicht sagen,
Also zum Beispiel wir Europäer, nicht wahr? Das ist Frucht, nicht wahr? Und man vergeht, das gibt dann. Das ist was? Wir Europäer? Europäern, wenn man sagt, man darf nicht vergessen, dass dann verschiedene Äpfel gibt, Birnen und so weiter, ja. Kirschen, nicht wahr? Okay. Man darf nicht sagen Frucht. Ne? Ja. Ich bin kein Frucht, nicht wahr? Ich bin Kirsche. Ich bin Birne, ich bin Apfel und so weiter, ne? Ja. Und nicht Frucht, was ist so? Man isst nicht Frucht, ne? Man kann nicht essen nur Früchte, ne? Im Allgemeinen, ne? Ja. Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Verständnis von wir verändert, seit es das Internet gibt? Seit es? Das Internet gibt. Ja, ich habe meine Adresse Internet, nicht wahr? Und ich muss jetzt noch mehr suchen in dieser Wüste der globalen Welt, muss ich noch mehr suchen eine Oasis, das heißt ich, nicht wahr? Ich bin eine Oasis. Ich brauche Oasis in dieser Wüste, sonst kann ich mich verlieren. Nicht wahr? Ich brauche das, um mich auszuruhen, diese Oasis, ne? In dieser also globalen Wüstenwelt. Nicht wahr? Also ist das Wir größer geworden? Wir ist größer geworden, nicht wahr? Und zum Beispiel auch kleiner. Ein Individuum ist auch kleiner in dieser Wir, nicht wahr? Weil Wir ist zu groß und zu unbestimmt, nicht wahr? Ist unbestimmt, nicht? Man kann nicht bestimmen, nicht wahr? Ich kann nicht sagen, wir mit Chinesen zum Beispiel, nicht so, oder zum Beispiel, oder wir mit ich weiß nicht, mit Lateinamerika, nicht wahr? Alle Leute sind nicht gleicherweise Bewusstsein, wir zu sein, nicht wahr? Ja, aber einige sind mehr wir als andere, verstehen Sie, nicht wahr? Deswegen gibt es Stufen bei wir. Nicht wahr? Franzosen sagen mehr wir als ein kleiner Slowene. Die Leute zum Beispiel, die Kräfte, die haben Atomwaffen, nicht wahr? Sagen wir, nicht wahr? Viel leichter als andere, nicht wahr? Oder ich, nicht wahr? Mhm. Ich. Wenn zum Beispiel, wenn Franzosen sagen, so also zum Beispiel wir, nicht wahr? Dann sagen wir mit Engländer, mit Amerikaner und Russen und China, nicht wahr? Zum Beispiel. Mhm. Als Kräfte, nicht wahr? Das ist wir. Also nur fünfmal wir, ne? Ne? Und wie können die anderen dann sagen, ich? Sehr schwer, ne? Das ist so, ne? Das ist eine Gefahr, ne? Mhm. Das ist eine Gefahr von wir. Und was ist auch sehr wichtig, meine Muttersprache ist Slowenisch. Und gleich wie in griechischer Sprache, in Slowenisch gibt es nicht nur ich und wir, sondern ich, dann wir zwei und dann wir mehrere. Also zu zwei. Wenn ich spreche, zum Beispiel ich und Fiora, ich brauche zwei Zahlen. Wenn ich spreche, wir drei hier brauche ich Mehrzahl, ne? Also Sie, Fiora und ich, ne? Dann sage ich wir. Sonst sage ich zusammen mit Ihnen nur Zweizahl oder zusammen mit Fiora nur Zweizahl. Und wenn ich sage ich, dann brauche ich Einzahl. Ja. Also die Griechen waren bewusst dieser Sachen. Mhm. Ne? Glauben Sie, dass man als ich Teil von unterschiedlichen wir sein kann? Das ist sehr schwer, weil Individuum wird erlöst in dieser Welt, nicht wahr? Geht weg, Individualität. Und warum? Weil man nicht mehr in eigenen Namen, oder sehr schwer, man kann in eigenen Namen sprechen. Nur große Künstler, große Individuen, Künstler können noch immer ich sagen. Und das ist vielleicht das letzte Ort von Freiheit auf der Welt, nicht wahr? Ich zu sagen. Ein Künstler unterschreibt sein Werk, nicht wahr? Das ist ich. Ich habe das geschaffen. Niemand anders. So. Das heißt, in eigenen Namen zu sprechen. Verstehen Sie? Mhm. Ich unterschreibe. Ich
hat er das gemacht, nicht wahr? Das Künstler noch. Ne? Die Künstler bleiben noch immer ein bisschen Individuum in dieser Welt. Einige Künstler, nicht wahr? Weil es ist so, alle Menschen werden als Originale, ne, geboren. Aber im Allgemeinen enden alle als Kopien, nicht wahr? Das heißt wir, ne? Kopien. Ne? Wenn man aber bleibt Individuum, das heißt, man wird geboren als ich und man bleibt ich bis Ende des Lebens. Verstehen Sie? So. Ja, jetzt nochmal zu meiner Frage. Kann dieses Ich, wenn es ein starkes Ich ist oder ein großes Ich, wie jetzt Ihr Beispiel mit den Künstlern, kann das Teil von unterschiedlichen Wir sein? Ja, kein ein Teil, aber nicht ein Teil, der dominiert wäre, nicht wahr? Der unter der Gewalt von Wir wäre, nicht wahr? Sondern bleibt in einer demokratischen Beziehung, nicht wahr? Das heißt, ich bin auch ich, nicht nur wir, nicht wahr? Das ist die Frage. Kann, aber ist schwerer in dieser globalen Welt, ist viel schwerer als früher. Ne? Mhm. Zum Beispiel in Mittelalter waren Individuen auch durch, zum Beispiel durch Edelheit und so bestimmt und so weiter, nicht wahr? Mit einem Namen, zum Beispiel diese, also ein von und so weiter, nicht wahr? Oder der König von dort und so weiter, nicht wahr? Das war ein Individuum, nicht wahr? Und dann in einem Kollektivum. Und dann später, zum Beispiel mit der Industrierevolution und so weiter, mit Kapitalismus, also Kapitalismus, der zum Beispiel die Leute ein bisschen als Ware schon genommen hat, nicht wahr? Man verliert diese Individualität, nicht wahr? Mhm. In der Welt der Ökonomie immer mehr man verliert, nicht wahr? Und jetzt in der globalen Welt noch immer. Deswegen gibt es jetzt die Bewegungen in andere Richtung, nicht wahr? Die Leute sind bewusst, dass sie einer Gruppe gehören und so weiter. Es gibt immer mehr diese kleine Gruppe und so weiter, die möchten also diese Individualität ausdrücken gegen wir, nicht wahr? Das ist so, nicht wahr? Würden Sie die Krisen, die wir jetzt zum Beispiel in der arabischen Welt sehen oder auch in Amerika sehen mit der ganzen Occupy-Bewegung, das sind Krisen des Wir? Das ist Krisen wir, nicht wahr? Weil zum Beispiel man sucht eine andere Individualität, nicht wahr? Individualität eines Ägypters, das war Mubarak, nicht wahr? Wir Mubarak, verstehen Sie, nicht wahr? Mhm. Jetzt möchten Sie etwas anderes wir sagen, wie Ägypter zum Beispiel, nicht wahr? Aber nicht wir Mubarak. Zum Beispiel in Frankreich, nicht wahr? War ein König zuerst. Ne? König, man hat ihm den Kopf weggeschnitten, nicht wahr? Und jetzt gibt es Präsident der Republik. Ne? Das ist ein Ich, nicht wahr? Und er versucht, als Ich, versucht wir zu sein. Verstehen Sie? Mhm. Alle Franzosen, wir, Sarkozy. Ne? Verstehen Sie? Das ist so, Präsidentsystem. In Deutschland ist das verschieden, nicht wahr? In der Politik, nicht wahr? Die Deutschen, wir Kanzler oder Parlament zum Beispiel, viel mehr als in Frankreich, ne? Zum Beispiel, nicht wahr? Aber wer ist mehr Individuum, Merkel oder Sarkozy oder Präsident von Deutschland, verstehen Sie? Mhm. Nicht wahr? Das ist auch verschieden. In England, dieses wir, nicht wahr, ist ich auch von Königin, ne? Zum Beispiel, nicht wahr? Also die Dualität von Königin ist die stärkste Individualität in England, nicht wahr? So dass alles andere meinen wir Engländer, weil wir eine Königin sind. Verstehen Sie? Ja. So man muss verstehen das, ne? Ja. Nicht wahr? Was sind für Sie jetzt in diesem Gedanken von... Ja, bitte. Oh, Entschuldigung. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, ja, also.
À la santé, Französisch. Ja. Gesundheit Hallo. In Deutsch. Ah. Gesundheit, sagt man in Deutsch. Ich weiß dich besser zum Wohl. Zum Wohl. Gesundheit, ja. Zum Heil, man sagt auch. Zum Heil. Zum Heil, ja. Ja, man sagt auch zum Heil, ja. In diesem Verhältnis zwischen dem Ich und Wir. Ja. Wenn man da jetzt nochmal in Richtung Internet denkt, was sind für Sie da die größten Herausforderungen, die das Wir zu bestehen hat? Forderung ist, dass wir, dass diese alle Ideologien bis jetzt, nicht wahr, die wir sagen, alle Ideologien, zum Beispiel Kommunismus, nicht wahr, und so weiter, wollte in wir alle Individualitäten schmelzen, verlieren, nicht wahr, ich weiß nicht, verbergen, ne, zum Beispiel. Ja. Das ist Kollektivismus, nicht wahr? Aber wir haben früher einen Kollektivismus, also als Kommunismus, als verschiedene so weiter gehabt. Hier haben wir ein anderes Kollektivismus. Das ist diese globalisierte Welt, nicht wahr? Diese Welt, der wahre Kapital, nicht wahr? Kapital, das ist wir, nicht wahr? Das ist wir. Es gibt sehr wenige Kapital, zum Beispiel Amerikaner, Europa zusammen mit Euro. Russen können auch sagen, also ich Rubel. Sonst ist alles wir mit Kapital. Ne? Mhm. Und das ist ein großes Gefahr. Nicht wahr? Aber wäre es jetzt auch nicht eine Gefahr zu sagen, ich Drachme? Natürlich, ich Drachme, ja. Ich Drachme, aber ich Drachme Euro. Verstehen Sie? Nicht wahr? Ich Drachme Euro. Das heißt, auch in der Welt der Ökonomie, man sagt, die Griechen, nicht wahr? Man sagt nicht, Europäer aus Griechenland, verstehen Sie? Bei Frage des Geldes, man sagt, die Griechen. Man sagt nicht, die Europäer aus Griechenland, verstehen Sie? Das, glaube ich, war ein sehr guter Schluss. Natürlich. Vielen Dank. Danke Ihnen.